Webinar der Firma RAG-T-Saaten. Mein Name ist Henning Alfermann und ich bin derjenige, der kurz die Moderation hier übernehmen wird. Ich habe gleich einige Folien, die ich Ihnen zeigen möchte, bevor wir dann in die Fachvorträge gehen, zu denen wir heute eingeladen haben. Ich darf einmal kurz meinen Bildschirm teilen. So, also wie gesagt, wir befinden uns im Webinar der Firma RAG-T-Saaten. Heute soll es nicht um Getreide im Allgemeinen, sondern um Braugerste im Speziellen gehen. Ganz kurz, bald, jetzt an die Warte gegangen, also ganz kurz nochmal hier die Themen aufgeführt, die jetzt im nächsten aber noch etwas besser zu sehen sein sollten. So, hier haben wir das nochmal in der Übersicht. Heute bei uns begrüßen dürfen wir einmal Dr. Christian Bickert, stellvertretender Chefredakteur der DLG-Mitteilung. Herrn Bickert kenne ich schon ein paar Jahre. Ich weiß von ihm, dass er einen landwirtschaftlichen Betrieb betreibt und sich sehr streitbar für die Themen der Agrarbranche zeigt, diese auch gerne an verschiedenen Stellen kontrovers manchmal sogar diskutiert. Und ich freue mich nachher von ihm den Vortrag zu dem Thema, sind die Verarbeitungsempfehlungen heute noch zeitgemäß. Sie wissen, wenn Sie Braugerste anbauen, dass es dort ein Berliner Programm geht. Weiteres möchte ich nicht vorwegnehmen. Dann begrüße ich heute auch Gerhard Banzer aus unserem Hause, ein Experte, wenn es darum geht, viele Erfahrungen der letzten Jahre zusammenzutragen. Gerhard Banzer hat einiges auch an Versuchen gesehen, auch in diesem Jahr das Thema Sommergerste in Herbstaussaat begleitet. Und ich denke, das wird ganz spannend. Ich habe schon im Vorfeld von Gerhard gehört, dass wir eine Situation haben, die so nicht jedes Jahr aufgetreten ist. Ich bin gespannt, Gerhard, was du uns berichten kannst. Und last but not least begrüße ich Dr. Alexander Rosenberger, Geschäftsführer der Grenli GmbH. Zu Herrn Rosenberger weiß ich, dass er schon über viele, viele Jahre den Bereich Vermarktung und insbesondere den Bereich Braugerstenvermarktung begleitet. Für ein großes Unternehmen in Süddeutschland, genossenschaftlich geprägt, heute auch eine AG, arbeitet oder gearbeitet hat, heute Geschäftsführer der Grenli GmbH, soweit ich weiß, eine hundertprozentige Tochter des eben benannten Unternehmens. Ich möchte einen kurzen Teil geben, technische Hinweise. Das erste Thema ist, haben Sie Fragen? Wenn Sie Fragen haben, sehen Sie unten in Ihrem Bildschirm eine Leiste. Dort steht unter anderem F und A. Wenn Sie Fragen haben, würden wir gerne über diesen Button die Fragen stellen. Das heißt, Sie können die nicht per Mikrofon reinstellen, sondern Sie werden sie bitte, würden Sie bitte hier eintragen. Ich werde dann die Fragen entsprechend nachher auch dann passend stellen. Also bitte den Button F und A benutzen, Fragen und Antworten. Bitte nicht in den Chat gehen, sondern wirklich diesen F und A-Fragebogen benutzen. So, dann habe ich hier unten für mich zum Merken aufgeschrieben, wir haben auch Fragen. Also, wir haben nicht viele, wir haben sicherlich viele Fragen, aber wir haben vorbereitet, vor jedem oder zu Beginn jedes Vortrages werden wir eine kleine Fragerunde, die Sie dann bitte beantworten können, einblenden, sodass wir dann von Ihnen auch eine kleine Rückmeldung haben. Wenn diese Fragen nach 2, 3 Minuten beantwortet sind, würden Sie das Ergebnis dann auch von uns eingeblendet bekommen. Also nicht wundern, wenn da während des Vortrages Fragen auftauchen. Das ist so gewollt. Dann kurz zur Firma RAG-T. Ich habe hier aufgeschrieben die RAG-T-Gruppe. Wir als RAG-T Saaten Deutschland sind Teil eines oder sind Tochterunternehmen eines französischen, einer französischen AG, auch eine AG mittlerweile. Die RAG-T Saaten wurde 1919 von mehreren Landwirten gegründet in der Region, die ich Ihnen gleich noch zeige, ist schon 1925 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden. Weiterhin im Besitz dieser Familien, also keine frei handelnden Aktien, sondern in dem Besitz einiger landwirtschaftlicher Familien. Über die Jahre ist das Unternehmen gewachsen aus einer reinen Bezugs- und Absatzgenossenschaft zu einem heute weltweit tätigen Züchter. Man sieht hier verschiedene Daten, die will ich gar nicht alle vorlesen. Vielleicht ganz wichtig, im Jahre 1990 ist das Unternehmen RAG-T Saaten erstmalig in Deutschland unter diesem Namen sichtbar geworden, also 1990 RAG-T Saaten Deutschland. Und wenn wir schon über Getreide sprechen, ganz wichtig, 2004 haben wir unsere Getreideaktivitäten
gestartet mit der Übernahme eines Zuchtprogramms in England, und zwar PBI, das steht für Plant Breeding Ickleton. Das ist ein Ort in England und gehörte vorher der Monsanto. Haben wir dort also 2004 dieses Zuchtprogramm übernommen. 2010, weil wir heute über Braugerste sprechen, vielleicht auch ganz, ganz wichtig. 2010 haben wir dann die Aktivitäten der Sirasem, eines Unternehmens in Frankreich, übernommen und somit auch den Braugerstenmarkt betreten. Und bis heute sind immer wieder Akquisitionen da hinzugekommen. Wir sehen hier 2020 haben wir in Australien uns engagiert und ganz frisch, gerade Ende letzten Jahres, dazu gekommen, die Getreideaktivitäten, die Weizenaktivitäten außerhalb der Hybriden von der BASF ebenfalls dort übernommen, sodass wir heute auch weltweit Weizenprogramme betreiben. Ich hatte schon angedeutet, wo sitzt RAGT-Saaten? In Frankreich. Ich habe hier so einen ganz kleinen roten Pfeil, den man sehen kann, in eine Karte piekt. Also das ist der Hauptsitz der Firma RAGT-Saaten. Das ist auch die Ursprungsregion, das Plateau Central, also die Zentralregion in Frankreich. Und wir sind an vielen Stellen Europas insbesondere tätig. Man sieht hier viele Punkte auf einer Karte. Auch da möchte ich nicht jeden einzelnen vorlesen. Das sind unsere Züchtungsstationen, die sich über ganz Europa verteilen. Natürlich ein großer Teil in Frankreich, aber auch in Deutschland, Tschechien, in der Ukraine, in England und wie eben gesehen auch noch in Australien, in Neuseeland, in Südamerika. Also es gibt verschiedene Regionen in der Welt, wo wir tätig sind. Als klassischer Mehrkulturenzüchter, also wir reden heute zwar über Getreide, aber zur RAGT gehören auch Kulturen wie Mais, wie Sonnenblume, wie Sorghum, Soja, Ackerbohnen und Erbsen. Also wir haben das breite Programm an Kulturarten und das, denke ich mal, hat uns in der Vergangenheit immer wieder geholfen, Lösungen für die Landwirtschaft anbieten zu können. Unser Geschäftsmodell teilt sich auf in drei Felder. Das sieht man hier einmal nochmal exemplarisch. Wir haben natürlich die RAGT-Gruppe mit einer Holding oben drüber. Dazu gehört auch der Bereich dann Plateau Central. Weiterhin eine klassische Absatz- und Einkaufsgenossenschaft, der Bereich RAGT Semences, also der Saatenbereich, wo unsere Züchtung zugehört. Auf vielen Beinen aufgestellt, über viele Jahre sehr bodenständig tätig geblieben, immer den Kontakt zur Landwirtschaft behalten und so wollen wir gerne auch in die Zukunft gehen. Heute allerdings geht es um ein ganz spezielles Thema, um das Thema Braugerste. Und dazu habe ich die Freude, Ihnen jetzt drei Vorträge anmoderieren zu können. Und wir würden beginnen mit dem Vortrag von Dr. Bickert. Ich denke, Titel und kurze Einleitung, Herr Bickert, machen Sie selber. Ich würde mich an dieser Stelle dann erstmal verabschieden und Ihnen das Feld überlassen. Vielen Dank schon mal. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, bitte korrigieren Sie mich jetzt nochmal, dass man auch den Bildschirm mit der Präsentation sieht. Ja, das ist so. Ist der Fall? Gut, dann können wir beginnen. Ja, die Aufgabe, die mir gestellt worden ist, war die Frage, sind die Verarbeitungs- und Anbauempfehlungen für Braugerste überhaupt noch zeitgemäß? Sie alle wissen, wir reden viel über das Berliner Programm, über die Programmsorten. Und wenn wir uns dann mal in die Anbaustatistik oder Saatgutvermehrung hineingucken, dann stellen wir fest, dass da ein ganz großer Teil an Sorten ist, die mit dem Berliner Programm nichts zu tun haben. Und dann kommt man ja schon auf die Frage, wieso ist das so? Darüber möchte ich jetzt in den nächsten Minuten einmal reden. So, jetzt funktioniert das natürlich wieder nicht so, wie ich das gerne hätte. Das ist ja meistens so. Warum nicht? Der Programm, warum macht er das nicht weiter, wie er das soll? Ja, die Unzulänglichkeiten. Mensch, muss mich entschuldigen. Warum funktioniert das hier nicht so, wie Ich das? denke, Sie müssen mit der Maus auf der Präsentation sein, die in der Ah, jetzt Präsentatorenansicht. haben wir es, ja. Jetzt haben wir es hier.
So, wie kommt es zur Empfehlung Berliner Programm? Erstmal die Grundsatzfrage, wie kommt man überhaupt da rein? Nun, das erste ist natürlich eine Sortenzulassung durch das Bundessortenamt, BSA abgekürzt. Das ist die Grundvoraussetzung. Dann gibt es eine Prüfung auf verschiedene Braueigenschaften. Ich habe hier nur einige wenige aufgelistet. Es sind sehr, sehr viele. In kleinen Versuchen wird das probiert. Eiweiß, Lösgrad, Extraktgehalt. Ja. Das sind über 20 verschiedene Eigenschaften, die alle eben Braueigenschaften sind. So, die beiden besten Sorten, die kommen dann in einen Großanbau und werden darin getestet. Anschließend bewerten Melzer und Brauer die Sorten und berichten an das Sortengremium der Bundesbraugerstengemeinschaft. Und ein Kriterium, damit es eine Empfehlung im Berliner Programm geben kann, ist, dass 70% aller Verarbeitungen problemlos gewesen sein müssen. Es darf also weder Abweichungen noch zu große Variationen gegeben haben. Es darf keine Ausfälle geben. Und dann wird darüber entschieden in diesem Sortengremium, ob eine Sorte eine Empfehlung bekommt. In diesem Sortengremium sind natürlich auch die ganz großen Brauer dabei, gar keine Frage. Da sind auch die großen Melzer dabei. Da sind aber auch sehr viele kleine Brauereien dabei. Und das sind kleine Brauereien, die in der Regel keine eigene Analytik haben, weil sie einfach für eine eigene Analytik zu klein sind. Das bedeutet, die sind auch darauf angewiesen, dass sie diese Braueigenschaften dezentral prüfen lassen können, weil sie es selber ja nicht tun können. Wenn Sie heute ein Bitburger sind, der braucht das nicht, weil der ist groß genug, um seine eigene Analytik zu haben. Ja, und dann ist am Ende die Frage, wer zahlt? Und das hat mit der Entscheidung, mit der formalen Entscheidung jetzt erstmal gar nichts zu tun, aber es ist schon entscheidend. Es zahlt nicht die Landwirtschaft, es zahlt nicht eine Kammer, sondern das ganze Programm wird gezahlt von Melzern und Brauern. Und damit ist es auch ganz klar, welche Eigenschaften dort im Vordergrund stehen, eben nicht agronomische, also Ertrag oder Krankheitsanfälligkeit, Keimgeschwindigkeit, das alles spielt keine Rolle, sondern es geht um reine Malz- und Braueigenschaften. Also nicht unbedingt das, was wir Landwirte auf dem Feld direkt gerne hätten. Wie machen es andere Länder? Es gibt in Europa, ich rede da natürlich von Westeuropa, sieben Länder mit Evaluierung von Braugerste. Das sind die Franzosen, die Spanier, die Tschechen, die Dänen, die Finnen, die Briten und eben wir mit unserem Berliner Programm. Alle anderen Länder, wie zum Beispiel Österreich, kennen eine Evaluierung nicht. Mal gucken wir mal, wie es die Franzosen machen. In Frankreich gibt es drei große Melzereien und die sind im Eigentum von drei Genossenschaften und die Genossenschaften sind am Ende in der Hand von Landwirten. Damit besteht eine Kette vom Anbau der Braugerste, meist sogar von der Züchtung der Braugerste bis hin zum Malz. Und das bedeutet, für so eine Genossenschaft steht die Versorgungssicherheit der Melzereien absolut im Vordergrund. Und da es am Ende, wenn auch nur über zwei Stufen, Landwirten gehört, steht natürlich auch die Agronomie als wichtiger Punkt dabei. Nicht ausschließlich, auch da geht es um Qualitäten, aber sie steht eben als gleichberechtigter oder wichtiger Punkt mit in der Entscheidung. Das bedeutet, eine Sortenempfehlung erfolgt dann, wenn eine Sorte einen höheren Ertrag bringt bei gleichbleibender Qualität. Die muss nicht besser sein als qualitativ von der Braueigenschaft oder Malzeigenschaft. Muss sie nicht besser sein als bestehende Sorten. Wenn sie einen höheren Ertrag hat, reicht das aus. Das ist also so gesehen eine positive Selektion auf den Ertrag. Schauen wir mal, wie es die Dänen machen. Dänemark, wichtiger Exporteur von Braugerste, auch nach Deutschland. In Dänemark ist der Anbau von Sommergerste erstmal der Anbau von Futtergerste. Und die Dänen sind da ganz pragmatisch. Alles unter 11,5% Eiweiß wird als Braugerste selektiert. Das heißt, der Sortenfokus im Sommergerstenanbau in Dänemark liegt eindeutig auf Ertrag, noch sonst nichts. Die Sorten selbst werden von internationalen Melzern auf die Braueignung getestet. Das heißt, die Sortenempfehlungen der Dänen sind auf den Export ausgerichtet.
Also wenn eine InBev sagt, das ist gut, wenn eine Euromalt sagt, das ist gut, die können wir brauchen, dann wird die gemacht und dann wird eben darauf, aber erstmal auf den Ertrag selektiert und dann wird geguckt, wenn es die Sorte ist und unter 11,5 hat, dann exportieren wir die. Weil der dänische Braugerstenanbau eben im Wesentlichen ein Exportanbau ist. Schauen wir uns noch die Briten an. Die Briten prüfen eine Sorte zunächst mal auf den Ertrag. Das heißt, da steht ganz klar die Agronomie und damit die Interessen der Landwirtschaft, der anbauenden Landwirte im Vordergrund. Und wenn der Ertrag besser ist als im vorhandenen Sortiment, dann erst erfolgt eine Prüfung auf negative Braueigenschaften. Dann wird also geguckt, hat diese Sorte, was Brauen angeht, Melzen angeht, irgendeinen Macken. Wenn das ist, kann sie natürlich nicht empfohlen werden. Hat die aber keine negative Braueigenschaft, dann kommt die Sorte in den Markt. Also eine ganz klare Selektion auf Ertrag und nur, wenn da irgendwas ist, was eine Vermelzung oder eine Braueigenschaft negativ beeinträchtigt, nur dann kommt sie eben nicht auf den Markt. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, haben wir in Deutschland eine Positivselektion auf Brauqualität. Das ist das zentrale Kriterium. Wenn Sie Braugerste anbauen und die Qualität stimmt nicht, dann bekommen Sie einen Abzug. In den Nachbarländern haben wir zumindest den wesentlichen, die ich hier geschildert habe, Briten, Franzosen, Dänen, haben wir tendenziell eher eine Negativselektion auf Brauqualität. Negativ heißt nicht schlechte Brauqualität, nicht falsch verstehen. Negativselektion heißt nur, wenn die Brauqualität schlecht ist, wird die Sorte abgelehnt. Ansonsten, wenn die ertragsmäßige oder Krankheitsresistenz oder anderes Vorteil hat, wird sie genommen. Und zumindest die Dänen und Franzosen, die gehen hin und sagen, es gibt einen Basispreis und Qualitätszuschläge. Und nun ist es, wenn am Ende ein Preis von, sagen wir, 300 € pro Tonne herauskommt, im Prinzip erstmal egal, ob Sie 320 Basispreis haben und kriegen Abzug und kommen auf 300 oder ob Sie einen Basispreis von 280 haben und kriegen Qualitätszuschlag und kommen auf 300. Und trotzdem macht das ist vom Geld her egal, aber es macht für jeden Menschen einen Unterschied, ob er gesagt bekommt, für die Qualität, die du lieferst, bekommst du einen Zuschlag, als zu sagen, ja, da ist was, das passt nicht so ganz, du bekommst einen Abschlag. Weil wir kennen das immer, wenn Braugerste knapp ist, dann darf der Eiweißgehalt auch gerne mal über 11,5 sein, dann ist man großzügig und wehe, Braugerste gibt es in Massen, dann wird gesucht, wo können wir noch irgendeinen Abzug machen. Und deshalb ist so ein System, was Qualitätszuschläge macht, zumindest mal psychologisch, aber auch in der Praxis näher an dem Landwirt dran. Schauen wir mal auf den deutschen Markt. Da wird Herr Rosenberger noch drauf eingehen, aber so mal ganz grob. Wenn Sie die Tabelle, ich hoffe, man kann die erkennen, sich anschauen, sie ist von 16 bis 21, dann haben wir eine Produktion, die liegt so von 1,2 bis 1,4 Millionen Tonnen Braugerste in Deutschland. Das war noch schon mal 1,6. Das war dann schon ein paar Jahre her. Also sagen wir mal, wir sind bei 1,4 Millionen Tonnen Hausnummer. Der Verbrauch ist relativ konstant, so um die 2,2, 2,3 Millionen Tonnen. Das heißt, wir haben ein Defizit irgendwo je nach Jahr um die 1 Million Tonnen. So viel müssen wir importieren. Und wenn wir uns dann die Karte anschauen, von der 1 Million Tonnen kommen etwa 40% aus Frankreich, 20% aus England und 40% aus Skandinavien und aus Osteuropa, das heißt Tschechien, kommen eine kleinere Menge. Und das ist auch der Punkt, weshalb ich genau diese drei Länder von der Qualitätseruierung und wie die das bestimmen, mit aufgenommen habe. Also das sind die Länder, die zu uns hinliefern. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, sagen wir haben einen Bedarf von 2,3 Millionen Tonnen und wir haben eine Erzeugung je nach Jahr zwischen 1,1 und 1,5 Millionen deutscher Ware. Also uns fehlen dann 800 bis 1 Million, 800.000 bis 1 Million Tonnen. Dann müssen wir sagen, selbst von der deutschen Erzeugung ist bestenfalls die Hälfte oder bei einer kleinen Erzeugung etwas mehr als die Hälfte sind Berliner Programmsorten. 400.000 bis 800.000 Tonnen auch in Deutschland sind nicht Berliner Programmsorten. Wir haben einen Import von, sagen wir, das schwankt natürlich pro Jahr, 800.000 Tonnen. Und selbst das Braugerstenland
Bayern importiert 50% seines Bedarfs. Importiert heißt in dem Fall auch aus anderen Bundesländern, also nicht unbedingt aus Frankreich, England. Aber auch dort ist keine Deckung vorhanden. Für 30% des gesamten Verbrauchs, wenn wir nämlich sagen, 700.000 Tonnen machen wir Berliner Programmsorten, 2,1, 2,2 Millionen Tonnen haben wir Bedarf, dann sind das 30% des Verbrauchs, den wir mit Berliner Programmsorten bestreiten. Und für diese 30% tragen wir das Berliner Programm wie so eine Monstranz vor uns her und sagen, ja, darauf kommt es an. 70% unseres Verbrauches findet mit Sorten statt, die nicht dem Berliner Programm entsprechen, beziehungsweise da kein Siegel bekommen haben. 50% des Malzes, das wir in Deutschland produzieren, wird exportiert. Und dafür spielt das Berliner Programm erst gar keine Rolle. Das heißt, ich sage es mal in meinen Worten, wir machen einen riesen Affenzirkus ums Berliner Programm, aber die Menge, die wir damit bewegen, die ist eigentlich eher unbedeutend oder eher klein, zumindest 30% sind nicht unbedeutend, aber doch sehr klein. Lohnt sich denn dann das Berliner Programm? Als Landwirt sage ich ganz klar nein. Ich mache Ihnen eine einfache Rechnung. Sie ernten 6 Tonnen Braugerste, Sie kriegen 300 Euro, macht 1800 Euro. Wenn Sie für eine Nicht-Berliner Programmsorte 10 Euro pro Tonne Abschlag bekommen, müssen Sie nur 2 Doppelzentner mehr Ertrag machen, um aufs gleiche Geld zu kommen. Und der Aufwand ist natürlich identisch. Und die 2 Doppelzentner haben Sie ganz schnell heraus, wenn Sie eine entsprechende Sorte nehmen und die auf Ertrag selektiert ist. Die internationalen Brauer arbeiten ohnehin mit allen Sorten. Und wenn nicht alle Sorte stimmt, dann aber mit einer Vielzahl von Sorten, jedenfalls mit Unmengen an Sorten, die nicht dem Berliner Programm entsprechen. Also für die scheint es sich nicht zu lohnen. Für kleine Brauer, ja, da lohnt sich das Berliner Programm. Wenn Sie an die vielen kleinen Brauereien, die sind halt typischerweise in Bayern, Baden-Württemberg oder die kleinen Hausbrauereien, die Gaststättenbrauereien denken, die können sich damit schon differenzieren. Und mangels eigener Analytik benötigen die auch bessere Qualitäten, bessere Brau- oder Malzqualitäten. Und die profitieren tatsächlich vom Berliner Programm. Jetzt muss man sich halt überlegen, für wen will man das machen? Will man das Berliner Programm dann allen überstülpen? Was sind die Konsequenzen? Wäre es vielleicht sinnvoll, eine gleichgewichtige Betonung von Qualität und Ertrag in den Tests, also nicht in den Sortentest des Berliner Programms zu machen, um dort auch wieder Sorten hinzubekommen, bei denen der Ertrag oder aber auch die Gesundheit oder andere agronomische Eigenschaften im Vordergrund stehen oder zumindest gleichberechtigt stehen, dann könnte man dem Berliner Programm bestimmt wieder zu neuem Leben verhelfen. Eine Alternative wäre natürlich auch, dass man sagt, für Programmsorten gibt es einen sehr viel höheren Preisaufschlag. Wenn Sie statt 10 Euro 20 oder gar 30 Euro bekämen, müssten Sie mit einer Nicht-Programmsorte eben nicht 2 Doppelzentner, sondern 4 oder gar 6 Doppelzentner pro Hektar mehr erzielen. Da wird die Luft dann schon dünner. Das heißt, auch dann wäre das Berliner Programm gerechtfertigt, würde dann natürlich nur für die Brauereien einen Sinn machen, die sich eben damit differenzieren, keine eigene Analytik haben. Und ob die das dann bezahlen, steht in der Frage, in den Sternen, aber denkbar wäre es. Ja, oder geht man hin und macht eine Bezahlung nach individuellen Qualitätsparametern. Das wäre dann das Modell, so ein bisschen wie in Dänemark. Man hat einen Grundpreis und die einzelnen Qualitätsparameter werden gemessen und daraufhin gibt es Zuschläge. Dann könnte es natürlich auch sehr interessant sein, entsprechende Sorten mit entsprechender höherer Brau- oder Malzqualität zu erzeugen. Das sind so ein bisschen die Fragen, die sich stellen. Das sind so ein bisschen die Punkte, die rund um das Berliner Programm kreisen. Ich weiß, dass es in diesem Frühjahr noch ich glaube, in München wird es stattfinden, eine Sitzung geben wird, wo man auch darüber nachdenkt, von den Brauern, von den Mälzern, ob man da am Berliner Programm etwas ändert, weil natürlich die Leute können ja auch rechnen und wissen, das sind immer kleinere Anteil der Sorten,
des Anbaus mit Berliner Programmsorten ist und dass sich das Ganze dann irgendwann ad absurdum führt. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen ein paar Anregungen gegeben habe, wenn wir auch gerne über ein paar Fragen diskutieren können und bedanke mich erstmal für das Interesse an diesem Thema und gebe damit zurück an Herrn Alvermann. Vielen Dank. Ja, Herr Wickert, vielen Dank. Ich denke, Sie haben hier ein Thema aufgeworfen, was verschiedene Teilnehmer der Wertschöpfungskette, wenn wir es mal so betrachten wollen, in der Vergangenheit schon umgetrieben hat. Ich kann an viele Zeiten erinnern, wo immer wieder die Frage auftrat, bin ich dann mit dem Ertrag der Sorten, die im Berliner Programm empfohlen werden, ausreichend gut ausgestattet? Kann ich auf meinem Betrieb, als Landwirt ist das mein Interesse, kann ich auf meinem Betrieb die Sorten anbauen, mit denen ich eine entsprechende Wertschöpfung auch wirklich erreichen kann, heißt Ertrag mal Preis. Sie sagen, das Berliner Programm ist nicht passend für Landwirte, aber Sie haben auch gesagt, man kann es ja vielleicht renovieren, besser anpassen an die Gegebenheiten. Sehen Sie also eine Zukunft für das Berliner Programm in anderer Form oder würden Sie es ganz streichen? Nein, ich würde es nicht ganz streichen, auf gar keinen Fall. Also in der heutigen Form bliebe es so, wie es heute ist, dann würde ich einen Strich durchmachen. Wenn man allerdings es schaffte, das Berliner Programm so zu modifizieren, dass es mehr auf landwirtschaftliche Bedürfnisse eingeht, eben die genannten Ertrag- oder Anbauparameter, und wenn man eine Umstellung bekäme, das hat jetzt weniger mit Melzer, ja doch auch mit Melzer und Brauern zu tun, in der Bezahlung, die eben Qualität honoriert, dann ist es immer gut, wenn man ein Differenzierungsmerkmal hat. Wenn wir nur in die breite Masse gehen, wir streichen das und machen nur breite Masse, dann sind wir am Ende austauschbar. Und ich würde sehr dafür streiten, zu sagen, lasst uns ein Programm so modifizieren, dass wir einen Differenzierungsvorteil haben. Das hilft uns Landwirten. Es muss aber eben auch gemacht werden. Ohne das strich durch. Okay. Dann kommen wir sicherlich bei Herrn Dr. Rosenberger auch nochmal zu der Thematik. Haben wir Wettbewerbsnachteile in Europa, wenn wir so weiterverfahren? Wie würden Sie das beurteilen? Nicht zwingend. Wenn wir die Situation, die wir jetzt haben, einfach weiterführen, dann bauen wir weiterhin Sorten an, die uns im Ertrag vielversprechend sind, akzeptieren für die 5 oder 10 € je nach Marktsituation Abzug. Und die Brauerei, die Melzereien in Deutschland müssen sich irgendwoher versorgen. Sie werden nicht ganz auf deutsche Ware verzichten können. Also auspreisen werden wir uns nicht. Wir werden eben die Sorten nach Ertrag oder Anbauparametern wählen. Wir werden eben Abzüge, die genannten, in Kauf nehmen. Und werden dann weitermachen. Also rauspreisen tun wir uns nicht. Wir haben die Verarbeitung hier im Lande. Wir haben eine sehr große exportorientierte Verarbeitung. Und deshalb werden wir, was das angeht, nicht an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Wir werden aber nicht mehr die Sorten anbauen, die das Berliner Programm eben sagt. Vielleicht an dieser Stelle erstmal einmal nochmal, wie gesagt, vielen Dank für den Vortrag. Wir werden sicherlich noch zum Markt deutlich mehr hören. Ich freue mich schon darauf, wie Dr. Rosenberger die Situation einschätzt. Ein Thema, was Sie angesprochen hatten, war, wie verlieren wir Ertrag, so wie wir arbeiten. Eine Diskussion, die in den letzten Jahren intensiver geführt wurde, ist, können wir Ertrag dazu bekommen, wenn wir Sommergersten im Herbst anbauen, in die späte Herbstaussaat nehmen. Das Wetter hat uns oder das Klima hat uns in den letzten Jahren dazu immer wieder Möglichkeiten gegeben. Es ist in vielen Regionen ausprobiert worden. Wie es dieses Jahr aussieht und wie die Praxiserfahrungen dazu sind, da würde ich jetzt gerne mal zu Gerhard Banzer überleiten, der das Thema späte Herbstaussaat für Sommergersten sich vorgenommen hat. Und Gerhard, ich verlasse jetzt nochmal wieder hier die Bühne. Wie nochmal der Hinweis, wenn Fragen auftauchen, bitte gerne über Fragen und Antworten F&A eintragen. Dann werden wir sie entsprechend auch an die richtige Stelle stellen. Aber jetzt erstmal, Gerhard, deine Erfahrung. Von unserer Versuchsfläche in Großrinderfeld, als wir unsere Feldführung durchgeführt haben, und meine Wenigkeit. Wenn Sie Fragen auch außerhalb des Webinars haben, sehen Sie meine Kontaktdaten. Sie können sich gerne entsprechend bei mir melden und ich versuche dann entsprechende Antworten zu geben. Ja, Sommergerste in der Herbstaussaat. Warum eigentlich die ganze Geschichte? Wir haben gehört, dass wir in Deutschland einen relativ hohen Importbedarf an Braugerste haben. Und es gibt immer wieder Ansätze, wie wir unsere Erträge
nach oben bringen können. Und da spielt auch eine Winterbraugerste eine Rolle. Und der Übergang von Sommerungen in Herbstanbau wird ja in außereuropäischen oder in anderen europäischen Ländern exerziert, sodass wir auch in Deutschland entsprechende Überlegungen angestellt haben. Dr. Herz hat im Rohstoffseminar 23 einen Vortrag gehalten und hier die entsprechenden Argumente oder Überlegungen vorgestellt, warum Sommergerste für den Herbstanbau zu nehmen. Wir haben neue passende Sorten, die mittlerweile am Markt sind, die solche ja, Anbaumodalitäten bewältigen können. Die Winter werden milder. Das haben wir über den Klimawandel, Klimaänderung entsprechend mitbekommen, sodass auch solche Überlegungen realistisch werden oder sind. Wir haben die rückläufige Anbaufläche, was wir gesehen haben, im Importbedarf. Und wir haben Betriebsorganisationen, die eventuell auch für eine Aussaat im Herbst, im Spätherbst für die Braugerste sprechen. Als Fazit hat die Frau Dr. Gastel beim letzten Braugerstentag in Bayern ein Vier-Säulen-Modell vorgestellt, in dem die Braugerste Sommeranbau, Braugerste Herbstanbau, Braugerste aus europäischer Herkunft und eben die Winterbraugerste als tragende Säulen beschrieben werden. Und da wollte ich jetzt mal das Thema vertiefen mit dem Herbstanbau. Auch in der NU Agrar, einer privaten Beratungsfirma, ist das Thema seit mehreren Jahren aktuell, wo eben die Argumente aufgeführt werden und die aktuellen Sorten, wie sie momentan in den Empfehlungen deutschlandweit sind, als geeignete Sorten für diesen späten Herbstanbau dargestellt werden. Rentiert sich sowas, eine Sommergerste im Herbst zu säen, durch höhere Erträge, die wir gleich sehen werden, haben wir natürlich höhere Wertschöpfung bei entsprechenden Preisen, wenn die Qualitäten genauso hoch sind wie beim Sommeranbau, haben wir eigentlich eine Berechnung, die für diesen Anbau spricht. Und da ist mal beispielgebend eine Tabelle aus Niedersachsen angeführt, die das quasi belegt, dass die Sommerbraugerste in der späten Herbstaussaat durchaus mit Winterfuttergerste, Winterbraugerste und auch mit der Sommerbraugerste im Frühjahrsanbau konkurrieren kann und sogar teilweise die Nase vorne hat bei der Attraktivität. Optisch einmal dargestellt, wie sieht sowas aus? Hier habe ich mal ein Bild aus dem letzten Jahr hergenommen. Das sind die DLG Ökofeldtage gewesen in Baden-Württemberg und hier haben wir unsere Wintergersten im Vergleich zu einer Planet oder RGT-Planet in der Herbstaussaat und parallel dazu in der Frühjahrsaussaat dargestellt. Ich muss dazu sagen, dass die Bilder aufgenommen worden sind mit einer relativ frühen Aussaat, Anfang Oktober. Und das ist ein relativ milder Standort, sodass die Wintersaaten sehr weit in der Entwicklung waren und die Aussaat im Frühjahr, Anfang März für die RGT-Planet natürlich einen deutlichen Wachstumsrückschritt haben. Und auch da eben zu erkennen ist, dass die Chancen für einen höheren Ertrag in der Herbstaussaat durchaus gegeben sind, rein optisch. Wieso kommen wir von RGT auf die Idee, auch eine RGT-Planet in diesem Herbstaussaat zu propagieren? Bislang war ich persönlich eher der Meinung, wir halten uns mit diesen Winteraussaaten etwas zurück, aus agronomischen Gründen. Ich nenne nur die Fuchsschwanzbekämpfung als Thema. Aber unsere Kollegen in Frankreich arbeiten mit der RGT-Planet schon mehrere Jahre in dieser Herbstaussaat. Hier sind mal Ergebnisse dargestellt aus dem Jahr 2017 bis 2022 von Avalie, einem offiziellen Prüfungsansteller in Frankreich, durchgeführt. Und Sie sehen, dass wir hier Rendement heißt Ertrag und Quantität pro Hektar heißt Doppelzentner pro Hektar in der Herbstaussaat mit über 100 Doppelzentner herausgekommen sind, wenn wir alle Jahre mitteln, mit Maximalerträgen über 110 Dezitonnen. Vergleichen wir das mit dem Frühjahrsanbau der gleichen Sorte in den gleichen Jahren, kommen wir auf einen Ertrag immerhin auch von knapp 80 Dezitonnen. Auch hier haben wir in guten Jahren mal Erträge über 100 Dezitonnen. Aber es fehlen uns im Vergleich zum Herbstaussaat 20, 25% des Ertrages, beziehungsweise umgekehrt, die Herbstaussaat kann einen Ertragsfortschritt bringen, wenn die Witterung entsprechend
positiv sind. Aus dem Jahr 23, leider gab es die in der Zusammenfassung noch nicht in Frankreich, haben wir einen leichten Dämpfer erlitten. Hier sind wir zum ersten Mal, also hier, wenn ich es übersetzen darf, das Pendel der Uhr schlägt zurück. Also wir hatten 2023 ein Jahr, wo die Herbstaussaat nicht unbedingt die erfolgreichste war, zumindest für die Sommergersten, die in Herbstaussaat waren. Wenn wir hier die Tabelle auf der linken Seite anschauen, haben wir eine Winterbraugerste, die KWS Faro, die eindeutig überlegen ist in den Erträgen zu allen Sommergersten, die im Herbst angebaut worden sind. Wir haben immer noch ein stattliches Ergebnis von 90 Dezitonnen, aber die Dominanz hat etwas abgenommen, zumindest im Jahr 2023. Weshalb? Auch das haben wir in den Feldtagen kennenlernen müssen. Wir hatten durch die frühe Aussaat den sehr milden Winter 2023 einen sehr hohen Krankheitsdruck. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir waren auf den Ökofeldtagen. Das heißt, die Gersten wurden weder im Herbst noch im Frühjahrsaussaat mit Fungiziden behandelt. Und wir haben eben einen deutlichen Befall mit Rhynchosporen festgestellt, der in der Herbstaussaat sich negativer ausgewirkt hat als bei den Aussaaten, die dann im Frühjahr getätigt worden sind. Also auch das sollte man im Hinterkopf berücksichtigen, wenn wir in die späte Herbstaussaat von Sommergersten gehen. Auch in Deutschland sind Untersuchungen und Ertragsermittlungen durchgeführt worden, federführend hier vor allem die TLL in Thüringen, wo die Ergebnisse aus den LÖS-Standorten mehrjährig zusammengetragen worden sind, also nicht nur aus Thüringen, sondern auch Standorte in Sachsen-Anhalt und Sachsen und mit den entsprechenden Sorten durchgeführt. Wir sehen im Schnitt der Jahre von 21 bis 23 gemittelt liegen die Herbstaussaaten, wie wir es schon in Frankreich gesehen haben, mit gut 20, 25% über den Erträgen der Sommersaaten. Ähnliches vollzieht sich auch in der Qualität, also sprich im Vollgerstenertrag. Auch hier haben wir einen Vorsprung der Herbstaussaaten, wobei hier der Vorsprung etwas enger wird und die Frühjahrsaaten in den Qualitäten etwas mehr punkten können. Wenn wir zu den Sorten gehen, die getestet wurden, es sind eben die Empfehlungssorten, die im Anbau sind. Sehen wir Sorten, die etwas differenzierter reagieren. Es gibt Sorten, die im Herbst positiver auf den Ertrag reagieren im Vergleich zu den anderen Sorten und im Frühjahr etwas nachlassen. Aber es gibt auch Sorten wie die Planet, die sowohl in beiden Anbauversionen hervorragende Erträge bringen können und sehr stabile Leistungen mit sich bringen, sowohl im Kornertrag wie auch in den Qualitäten bei den Vollgerstenerträgen. Also über die Jahre gesehen durchaus ein sinnvoller Ansatz, auch in Deutschland dieses Projekt zu verfolgen. Wenn wir die Qualitäten uns ansehen, sieht man auch, dass in der Herbstaussaat sowohl die Rohproteingehalte wie auch die Vollgerstensortierungen ansprechend sind, wobei hier teilweise, gerade was die Vollgerste angeht, die Frühjahrsaussaat die Nase leicht voll vorne hat. Bei den Rohproteingehalten ist es genau umgekehrt. Da haben einfach die Herbstaussaaten durch die höheren Erträge den höheren Verdünnungseffekt, sodass hier die Qualitäten günstiger zu bewerten sind als bei der Frühjahrsaussaat. Wir selber in Großrinderfeld haben seit dem Jahr 2019 angefangen, in unseren Demonstrationsanlagen, ich habe Ihnen das Bild vorhin gezeigt, die Aussaat von der RGT Planet sowohl im Herbst wie im Frühjahr im Vergleich mit einer Winterbaugerste auszusehen und zu beernten. Das sind keine Exaktversuche, das sind Streifenversuche, die über die Jahre gemittelt worden sind. Und auch hier sehen wir, dass wir im Durchschnitt ordentliche oder sehr gute Erträge bekommen haben, sowohl im Frühjahr wie im Herbst, wenn man die Planet mal betrachtet mit 72 Dezitonnen. In Praxismaßstab, also mit Großmaschinen gesät, betreut und geerntet. Die Wintergersten haben einen leichten Ertragsfortschritt. Wenn man die einzelnen Jahre vergleicht, schwankt das. Wie gesagt, keine Exaktergebnisse im Vergleich, sodass wir das ja mal als Tendenz betrachten wollen. Ich habe hier grüne Flächen. Das sind diejenigen, die die höchsten Erträge in den einzelnen Jahren gebracht haben, in den Varianten dargestellt.
und auch ein paar rote hinterlegt, die etwas schwächere Ergebnisse über die Jahre gebracht haben. Und Sie sehen, das schwankt mal vom Herbstanbau über den Frühjahrsanbau bis hin zur Wintergerste, die positiv und negativ mehr oder weniger auftreten können. Wenn wir die einzelnen Jahre uns mal betrachten und fangen mit dem Jahr 2019 an, da haben wir einen deutlichen Vorteil der Herbstaussaat mit 5 Dezitonnen bei der Planet gefunden und wir liegen auf dem gleichen Niveau wie eine Tipi als Winterbraugerste damals angebaut, praxisüblich auch im Betrieb mit 80 Dezitonnen, also eine durchaus gute Leistung. Wir haben eine Witterung gehabt, die im Herbst überdurchschnittlich warm war und auch im Frühjahr relativ warm ist und dadurch die Herbstsaaten ja positiv beeinflusst haben. Ein Peak, der nach unten weggeht, ist der Januar 2019. Relativ tiefe Temperaturen, die aber der Herbstaussaat kaum geschadet haben, sodass wir das entsprechend gut im Ertrag umsetzen konnten. Gehen wir ein Jahr weiter. Wieso gehen wir nicht weiter? Hängen wir jetzt irgendwo? Ja, dann kommen wir eben auf das Jahr 2020. Und hier fallen zwei rote Parzellen auf in unserem Bild. Das sind die Herbstaussaat mit der Planet und auch die Herbstaussaat mit der Wintergerste Tipi. Was war die Ursache? Wir haben eine super Ertragslage im Frühjahrsaussaat hingelegt. Wir hatten sehr frühe Aussaatmöglichkeiten im Frühjahr gehabt, haben Ende Februar, Anfang März gedrillt. Sie sehen, wir hatten einen relativ warmen Winter bei der ganzen Geschichte. Die Herbstaussaaten haben sich sehr gut entwickelt, sind auch sehr früh in die Entwicklung gegangen und wir hatten aber einen Spätfrost im Mai, der im Prinzip zu Beginn des Ährenschiebens bei den Winterungen kam. Und ich habe unten die Ähre eingeblendet. Wir haben sehr viele leere Körner, die durch Frostschaden nicht befruchtet worden sind und dadurch die Mindererträge bei den Herbstaussaaten erklärbar waren. Umgekehrt war die Witterung für die Sommerung entsprechend gut, sodass wir hier fast ein Rekordergebnis hingelegt haben mit knapp 90 Dezitonnen in der Frühjahrsaussaat. Ein Jahr weiter, 2021. Hier ist eindeutig erkennbar, dass die Sommerung bzw. auch die Herbstaussaat der Sommergerste etwas schwächer im Ertrag wegkam. Es lag zum einen an einem trockenkalten Frühjahr, was eben die Frühjahrsaussaat behindert hat, und einen nassheißen Juni, der ebenfalls die Frühjahrsaussaat, dadurch, dass sie später entwickelt war, Ertrag gekostet hat. Bei der Herbstaussaat mit der Planet hatten wir das Problem, dass die sich durch das ja trockenkalte Frühjahr nicht so hundertprozentig entwickeln konnte und in der Kombination mit dem Juni ertraglich etwas gelitten hat. Also das war ein Jahr, wo einfach die beiden Sommer war oder die Sommergerste der Wintergerste deutlich unterlegen war, die einen anderen Wachstumsrhythmus hatte und entsprechend höhere Erträge gebracht hat. Wir kommen näher an unsere momentane Situation. 2022 haben wir wieder einen eindeutigen Effekt in Richtung Herbstaussaat mit einer sehr hohen Ertragsleistung der Herbstaussaat-Sommergerste, die auch einen kleinen Tick sogar über der Winterbraugerste lag im Ertragsvolumen. Auch hier kann man wieder feststellen, dass wir einen sehr warmen Winter hatten, insbesondere auch Januar, Februar entsprechend warm waren mit genügend Niederschlägen, die die Entwicklung nach vorne getrieben haben und entsprechend hohe Ertragsleistung gebracht haben. 23 haben wir ein Ergebnis, was wieder ein bisschen zurückschlägt, wie schon in Frankreich da angedeutet. Wir haben bei der Planet in der Frühjahrsaussaat stärkere Erträge als in der Herbstaussaat bekommen, was eben an diesem sehr milden Winter lag mit entsprechend hohem Krankheitsdruck an Rhynchosporium. Also das hat der Herbstaussaat sehr wehgetan und wir konnten auch mit Fungizidbehandlungen das nicht ganz ausschließen. Da müssen wir in Zukunft verstärkt Augenmerk darauf legen. Die KWS Donau ist als Winterbraugerste in Richtung Rhynchosporium, Herbstbefall nenne ich es jetzt mal, oder Winterbefall, deutlich resistenter gewesen, sodass die entsprechend die Ertragsleistung getoppt hat. Ja,
Was erwartet uns 20, also hier nochmal die Bilder von dem Rhynchosporium. Und was erwartet uns 2024? Wir haben im Moment einen Winter gehabt oder einen Herbst, der sehr warm war, mit ordentlichen Niederschlägen und haben aber einen deutlichen Knick nach unten, was die Januartemperaturen angeht. Wir hatten oder wir liegen im Durchschnitt minus 0,4 Grad unter dem Schnitt, was langjährig der Fall ist. Und wir hatten eine Situation Mitte Januar mit Frost und Eisregen und Schnee, der auf minus 12 bis minus 14 Grad runterging. Als ich nach dem Schnee mir die Bestände angeguckt habe, also hier nochmal die Frostlage mit dem Schnee, wir haben 2, 3 Zentimeter auf den Flächen gehabt, wir mussten die Bodenbearbeitung einstellen, weil es nicht ging. Die Flächen waren komplett durchgefroren. Und nach dem Ereignis, Sie sehen 19.01. und gehen wir auf den 22.01., als der Schnee weggetaut war, haben wir das Bild, dass hier das Wasser auf den gefrorenen Flächen noch steht. Die Sommergerste in der Herbstaussaat, wenn wir die relativ früh gesät haben mit der Wintergerste zusammen, am 7.10., deutliche Spuren zeigt von Erfrierungen. Aber auch Sommergersten, die am 23.10., also zusammen mit dem späten Winterweizen ausgedrillt waren, sehen nicht optimal aus. Ich habe vom Vorgewende zwei Pflanzengruppen aufgenommen. Einmal der Winterweizen, der schräg dazu am Vorgewende steht, ohne Frostschaden, und die Winteraussaat Sommergerste, die deutliche Spuren trägt. Also ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Hier ein Bild von gestern aus der Ferne aufgenommen, und da sehen Sie im unteren rechten Bild rechts die Wintergerste. Grün, in der Mitte eben die Herbstaussaaten 17.10. und 7.10. mit der Sommergerste und daneben der Winterweizen am 17.10. Also es ist optisch deutlich erkennbar, dass wir Schäden haben. Ich habe Pflanzen ausgegraben und warm gestellt. Die Reaktion ist nicht erfreulich. Also ich bin gespannt, ob wir dieses Jahr das erste Jahr erleben, dass die Herbstaussaat einen richtigen Dämpfer bekommt und mehrere oder große Flächen ausfallen können. Wir sehen auf der linken Seite nochmal ein Herbstaussaatenbild mit einem Sommerdurum, der etwas besser aussieht, und eben auch die spätgesäte Sommergerste nochmal im Vergleich zu einem spätgesäten Winterweizen. Ja, also es bleibt spannend. Auch in der Region Franken haben wir Flächen angeschaut, letzt am Wochenende, die ebenfalls nicht optimistisch stimmen. Und auch im Kraichgau sieht es ähnlich aus, dass wir hier erste Erscheinungen haben, dass die Herbstaussaat auch mal ein Risiko darstellen kann und Frostschäden nicht ganz auszuschließen sind. In der Zusammenfassung aus dem TLL haben wir ähnliche Ergebnisse bekommen. Die Jahre waren, wie wir ja gesehen haben, ohne gravierende Ausfälle, zumindest in den Versuchsflächen. Aber es gibt die Provokationsversuche, die die Winterfestigkeit teilweise etwas in Frage stellen oder zeigen, dass eine Winterbraugerste höhere Kalbfrüchte verträgt als die Sommergerstensorten, und dass auch in Praxisflächen in den letzten 3 Jahren durchaus mal ein Umbruch angesagt war. Das Gleiche haben wir auch schon in den Flächen der Landesanstalt in Bayern festgestellt, wo eben auch mehrere Jahre jetzt Herbstaussaaten getestet worden sind und manche durch Frost oder eben Witterungsereignisse über Winter mehr oder weniger nicht auswertbar waren. So, kommen wir zu einer kleinen Resümee bei der ganzen Geschichte. Wir haben nach wie vor offene Fragen, auch wenn wir jetzt über Jahre hin schon dieses Projekt mitverfolgen. Die Winterhärte, wir konnten sie bisher nicht optimal in der Praxis testen, weil die Winter nicht hart genug waren. Dieses Jahr wird es zeigen, ob es Unterschiede gibt. Die Virustoleranz ist nach wie vor noch unklar, weil eben bei den Sommergerstensorten kein Verzwergung oder kein Mosaikvirus, Resistenz mehr oder weniger eingekreuzt ist. Die Nachhaltigkeit muss man sehen, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt. In der Bestandesführung sind wir relativ weit schon gewesen, wobei wir, wenn wir die Erfahrung aus diesem Jahr betrachten,
unsere Empfehlung der späten Saat überdenken müssen, weil die früh gesäten etwas besser optisch aussehen als die späten. Aber das können wir in 14 Tagen, 3 Wochen etwas mehr beurteilen. Ja, Anbauempfehlung, ja, wir können die Herbstaussaat empfehlen, allerdings mit dem Hinweis auf das Risiko, dass es eben Sommergerstensorten sind und eine Auswinterung entsprechend immer wieder auftreten kann und über die Jahre gesehen dann die Mehrerträge gegengerechnet werden müssen, auch einmal vielleicht zu einem Totalausfall. So, dann darf ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Wünsche ein erfolgreiches Anbaujahr, ob in Herbstaussaat und Frühjahrsaussaat. Ich hoffe, die Optik dreht sich noch ins Positive und würde Sie auch gerne wieder einladen zu unseren RGT-Feldtagen 2024, um unsere Versuche selbst in Augenschein zu nehmen. Vielen Dank erstmal von meiner Seite. Vielen Dank, Gerhard. Nebenbei, für alle, die noch auf dem Bildschirm geguckt haben, sehen wir die Ergebnisse der ersten Umfrage. Also wir haben zumindest einen größeren Teil von Landwirten im Webinar, die gar keine Braugerste anbauen. Ansonsten würde ich mal sagen, geht es eher in Richtung Fläche, bleibt gleich. Reduzierung und Ausweitung dürfte sich in etwa die Waage halten, Herr Rosenberger. Das wird wahrscheinlich für Sie dann interessant sein, wenn Sie über den Markt gucken nachher, was die Mengen angeht. Gerhard, vielen Dank für das ausführliche Darstellen der Erfahrung aus der Vergangenheit. Und ich denke, das ist auch genau das, was wahrscheinlich jeder jetzt mitnehmen wird, wenn es darum geht, baue ich Sommergersten in der Herbstaussaat an. Ich glaube, für mich war das große Fazit, dass es eine relativ individuelle Entscheidung ist. Und dass eine Entscheidung ist, da muss man auch aushalten können, wenn es mal einmal in einem Jahr nicht funktioniert und für sich ausgerechnet haben, ob es dann für mich genügend Vorteile gibt, die überwiegen. Krankheitsdruck hattest du angesprochen. Also das heißt, hier ist tatsächlich auch entscheidend, dann eine gute Bestandeskontrolle zu machen. Fungizide stehen genügend zur Verfügung, auch wenn du gesagt hast, manchmal wird es schwierig. Oder kriegen wir auch da in Zukunft nochmal einen Punkt, der uns vielleicht den Anbau im Herbst zusätzlich belastet. Wie siehst du das? Ich sehe vielleicht einen Ansatzpunkt, wenn wir neue Beizmittel zugelassen bekommen haben, die im Prinzip im Jugendstadium, gerade bei Rhynchosporium, hervorragende Wirkung zeigen, dass wir diese Krankheit gerade über Winter besser in den Griff bekommen und dadurch die Situation entschärfen können. Zu den anderen Krankheiten spielen insbesondere gerade die Virosen eine große Rolle. Bei den Verzwergungsvirus ist es so, durch die späte Aussaat, die wir ja bei der Sommergerste anplanen oder einplanen, gehen wir den Vektoren aus dem Weg, also sprich den Blattläusen und auch den Zikaden, sodass wir hier das Risiko minimieren können im Vergleich zu einer früher gesäten Wintergerste. Bei den anderen Krankheiten, denke ich, liegen wir auf dem gleichen, ja, Befallsdrucksniveau wie Wintergerste in der Herbstaussaat, beziehungsweise auch eine Sommergerste im Frühjahrsansaat. Bleibt also die individuelle Entscheidung, die wir keinem von Ihnen abnehmen können. Letztendlich gibt es Vor- und Nachteile, die abgewogen werden müssen. Das war's. Eine Frage, die sich vielleicht der eine oder andere stellen wird, wenn wir jetzt dieses Jahr betrachten: Wir haben zum einen eine schwierige Herbstaussaat gehabt. Es sind vielleicht gar nicht alle Flächen mit Getreide ausgesät worden. Wir sehen die Sorge in deinen Ausführungen, Gerhard, dass vielleicht die eine oder andere Fläche, die mit Sommergerste im Herbst ausgesät wurde, doch nicht den Winter überstanden hat. Wird also genug Saatgut da sein, um diese ganzen Flächen dann auch mit einer Sommergerste zu bestellen? Und da muss ich sagen, aktuell sieht es so aus, dass die Saatgutversorgung angespannt ist. Also es ist nicht überall ausreichend Saatgut vielleicht zu bekommen. Ich kann nur empfehlen, rechtzeitig auf den Handel jetzt zuzugehen, mögliche Bedarfsmengen zu decken. Wir werden ganz sicher eine eher angespannte Situation haben. Das hat natürlich dann auch Auswirkungen darauf, welche Fläche am Ende an Sommergerste dasteht. Wir haben schon mal über 400.000 Hektar an Sommergerste in Deutschland gehabt. Wir hatten auch schon mal kaum 300.000 Hektar. Haben immer wieder gesehen, dass natürlich diese Anbauflächen trotz Import und Export, den Herr Bickert schon mal aufgeschrieben hat,
ausgeglichen werden können, aber es wird sicherlich Einfluss haben. Und Herr Rosenberger, das ist dann die Glaskugel, in der Sie jedes Jahr arbeiten oder an der Sie jedes Jahr arbeiten, zu schauen, wie wird sich der Markt entwickeln. Und ich freue mich darauf, dass wir mit Ihnen einen ausgewiesenen Experten in der Vermarktung an Bord haben, der uns jetzt sicherlich nochmal den ein oder anderen Hinweis geben kann. Und ich freue mich, wenn Sie jetzt den Vortrag übernehmen. Wenn Fragen sind, nochmal der Hinweis, bitte gerne unten in die Fragen und Antworten eintragen. Ansonsten, Herr Rosenberger, übergebe ich Ihnen die Bühne, ziehe mich zurück und freue mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Man müsste das jetzt auch sehen. Ja, ist gut zu In der sehen. Bildschirmansicht. Ja, ne, also Braugerste, die Königin des Getreides, habe ich das mal getauft, ja. Wenn ich das jetzt alles so höre, hätte man vielleicht auch sagen können, ne, die Diva unter dem Getreide. Ja, die Grainley ist eine Weivertochter. Jetzt habe ich den Firmennamen einmal genannt, zu 100%. Und ich komme aus der Weiber-Welt und bin seinerzeit zu Grainley dann dazugekommen, Teil des Managements. Und wir vermarkten Braugerste in Deutschland, in Europa und weltweit. Und auch wenn unser Firmenname jetzt hinten vielleicht sich ne, so ein bisschen verkleinernd anhört, sind wir in diesem Markt eher ein Schwergewicht. Also wir sind unter den Top 3 der weltweiten Braugerstenhändler. Ja, mir ist immer wichtig, überhaupt, dass man den Braugerstenmarkt etwas einzubetten in den Gesamtgetreidemarkt. Und in dieser Kurve zeige ich Ihnen, wie groß die Weltgetreideernte ist und wie respektabel die Leistung auch aller Landwirtinnen und Landwirte weltweit ist. Nämlich sie schaffen es immer, so viel Getreide zu produzieren, ja, dass es mit dem Verbrauch auch in Einklang steht. Wenn Sie hier ganz nach rechts schauen und auch die Einheit damit lesen, ich werde es aber nochmal sagen, dann sprechen wir von 2,2 Milliarden Tonnen Getreide. In der Produktion und etwa gleich viel, nämlich 2,205 Verbrauch. Also wir halten in etwa auch den Bestand, das ist im unteren Teil der Grafik gemeint mit den 28%, also das Verhältnis der Bestände zum Verbrauch. Sie sehen, das ist doch ein relativ stabiles Verhältnis und daher die Aussage eine ganz tolle, respektable Leistung der Bauern weltweit. Diese Menge an Getreide zu produzieren. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Flächen dazugenommen werden, hat auch mit dem Einsatz natürlich von hochwertigem Saatgut zu tun, modernen Sorten und natürlich auch mit modernen Anbautechniken, mit präzisen Anbaumethoden. Reis ist hier nicht dargestellt, wenn es interessiert. Also die Welt produziert auch etwa 500 Millionen Tonnen Reis. Im Vergleich dazu ist der Gerstenmarkt relativ klein. Mit 145 bis 150 Millionen Tonnen sind es nur lediglich 6% des Weltgetreides. Also wesentlich weniger. Ist eher im Verhältnis dann zu Mais, Reis oder auch den Leguminosen eine kleine Kultur. Ja, ich sag mal, relativ stetig einerseits, aber man sieht auch doch so eine kleine Abwärtstendenz, ne? Also Gerste ist nicht weltweit gesehen, ist nicht der ganz große Liebling der Landwirte. Es sind die anderen Kulturen, die großen Kulturen wie Mais, Sojabohnen, Baumwolle, Weizen, die das Geschehen dominieren. Würden wir das jetzt weiter runterbrechen? Wo wird eigentlich die Gerste weltweit produziert? So sehen wir die Bedeutung der EU in diesem Zusammenhang. Also mit um die 50 Millionen Tonnen kann man sagen, ist die EU weltweit gesehen der bedeutendste Gerstenproduzent. Über Jahre hinweg, ja, natürlich mit einer Schwankungsbreite, wie man es hier auch sieht. Die letzte Ernte war eher etwas kleiner gegenüber den sehr großen Ernten der Vorjahre.
Wobei man hier auch immer wieder die Frage stellen muss, ist jetzt Großbritannien mit dabei mit seiner Produktion oder nicht. Aber danach kommt ja, wie man hier unschwer sieht, lange nichts. Russland folgt mit etwa 20 Millionen Tonnen. Australien ist ein sehr bedeutender Produzent. Kanada ist ein bedeutender Produzent. Und jetzt kann ich die Frage mir selbst beantworten. UK, also England, ist hier separat ausgewiesen mit 8 Millionen Tonnen. Frankreich und Deutschland sind eigentlich die größten Produzenten innerhalb der EU für Wintergerste, also für Futtergerste. EU ist zugleich auch der größte Exporteur. Wir exportieren 5, 6 Millionen Tonnen im Jahr. Das heißt, wir sind auch angewiesen zur Marktstabilisierung auf diesen Export. Da geht vieles in den Nahen Osten, kann man sagen. Saudi-Arabien ist immer noch ein großer Importeur, aber auch China ist hier zu nennen. Wir importieren auch etwas. Das sind Mengen, die zum Beispiel auch aus der Ukraine zu uns nach Europa kommen. Ich bleibe noch einen Moment hier. Also innerhalb dieser Produktion an Gerste ist die Braugerste natürlich eine Nische. Dieser Markt ist etwa 30 Millionen Tonnen groß. Wenn Sie sich erinnern, wenn der Gesamtmarkt 150 Millionen Tonnen groß ist, ist also Braugerste 30 Millionen Tonnen. Und innerhalb der EU, also in diesen rund 50 Millionen Tonnen, wenn man England mit dazu nimmt, ist die Braugerste etwa 11, 12 Millionen Tonnen. So kann man das in etwa einordnen. Was sind Warenströme der Braugerste? Das ist hier einmal auf der Weltkarte aufgezeigt. Der Weltmarkt innerhalb also dieser rund 30 Millionen Tonnen handelt die Welt etwa 5 bis 6 Millionen Tonnen Braugerste um den Globus. Sie sehen hier, die Pfeile sollen das etwas symbolisieren. Also es geht kanadische Braugerste nach China, es geht europäische, primär französische Braugerste nach Südafrika beispielsweise, es geht argentinische Braugerste auch nach China. Und wir sehen hier auch wesentliche Pfeile von Australien, sowohl nach China als auch nach Mittelamerika oder nach Lateinamerika. Australien, China ist ein eigenes Thema. China hat über viele Jahre australische Gerste verbannt, ne, also mit einer so hohen Steuer belegt, dass es unattraktiv war, australische Gerste nach China zu geben. Dieser Bann ist jetzt aufgehoben worden, letztes Jahr im Herbst. Also es kann wieder australische Gerste nach China fließen. Innerhalb dieses Weltmarkts kommt China eine besondere Bedeutung zu, weil sie über 3 Millionen Tonnen importieren, ne? Also von den 5, 6 Millionen Tonnen Weltmarkt nimmt China alleine die Hälfte. Um einfach diese Dimension einmal aufzuzeigen. Zuletzt, als China australische Gerste gebannt hatte, war Frankreich ein bedeutender Exporteur und das hat natürlich auch den hiesigen Gerstenmarkt entsprechend entlastet. Also Frankreich war der große Profiteur, dass China sich mit Australien überworfen hatte. Bringt jetzt aber auch in der Folge die Situation, dass sich Frankreich neue Kunden suchen muss oder die alten zurückgewinnen muss, ja, weil jetzt sich der Fokus wieder verschiebt, weil China wieder mehr Australgerste nehmen kann. Das ist auch der von den Frachtkosten her betrachtet der natürliche Lieferant. Und das setzt natürlich auch etwas den europäischen Gerstenmarkt unter Druck, weil die schönen hohen Preise, die die Chinesen für die französische Gerste bezahlt haben, erstmal Geschichte sind. Wenn wir auf Europa schauen, so sehen wir, dass Deutschland der größte Importeur für Braugerste ist. Das liegt daran, weil wir auch die bedeutendste Malzindustrie haben. Also kein anderes Land in Europa produziert so viel Malz wie Deutschland. Etwas
über 2 Millionen Tonnen. Sie hatten die Zahl vorher schon gehört. 2,2 Millionen Tonnen ist die Kapazität. Und das katapultiert Deutschland unter den europäischen Malzproduzenten mit Abstand auf den ersten Platz. Frankreich ist der zweitgrößte Produzent, aber mit Abstand. Und interessant vielleicht für Sie ist, dass die Benelux-Staaten und hier vornehmlich Belgien und Holland neben Deutschland der zweitgrößte Importeur sind. Woraus versorgen wir uns? Wir versorgen uns primär aus unseren europäischen Nachbarländern. Das sind das ist Frankreich, das ist Dänemark, Schweden und eben England. England ist etwas komplizierter geworden durch den Austritt aus der Europäischen Union. Es gibt keine Zölle, zwar, aber sie ist in Deutschland nicht ganz so gelitten. Aber das macht nichts, weil Benelux zum Beispiel oder auch die Spanier, Portugiesen, die akzeptieren englische Braugerste. Sie sehen in der Tabelle die Auswirkungen der Missernte 23 auf die deutsche Bilanz. Wenn wir in einem Normaljahr etwa 1 Million Tonnen importieren müssen, so steigt die Zahl eher in den Bereich von 1,3 Millionen. Sie sehen das hier in der Tabelle in der rechten Spalte oben. Also alle Zahlen mit einem Minus sind die Zahlen über die Menge, die importiert werden muss. Die positiven Zahlen sind die Exportländer. Hier ist Frankreich hervorzuheben. Frankreich hatte fast eine normale Ernte, kann man sagen, während Deutschland, Dänemark und Schweden eine Missernte zu verzeichnen haben in der Ernte 23. Man sieht es auch an Dänemark, während Dänemark normalerweise ein Exportpotenzial hat von etwa 1 Million Tonnen. Das ist für ein so kleines Land eine sehr beachtliche Menge. Schreiben wir hier nur noch 200.000 Tonnen hin. Das ist also ein erheblicher Einbruch und liegt an der Missernte, die zu schwachen Erträgen und mangelhaften Qualitäten geführt hat. Damit ist die Gesamtbilanz rechnerisch defizitär. Das wird am Ende nicht so bleiben. Solche Märkte, ja, entfalten ja Kräfte, um sich auch dann ja auf Null zu drehen, sprich die Bilanz auszugleichen. Dazu könnten am Ende des Tages auch Drittlandsimporte dienen, also zum Beispiel argentinische Braugerste, die nach Europa kommt, oder australische Braugerste. Australien ist insgesamt ein wichtiger Exporteur, also es kommt ja auch viel Rapsart nach Europa. Also das ist nicht nur ein Braugerstephänomen. Wenn wir jetzt uns einmal auch mit der Preisentwicklung befassen, so haben wir diese Kurve, sind französische Preise. Das lässt sich historisch ganz gut abrufen und abbilden. Aber der Preisverlauf ist dadurch, dass Deutschland ein so großer Importeur ist, im Grunde für den deutschen Markt analog zu sehen, nur auf einem höheren Niveau, weil ein Importeur natürlich immer noch die Frachtkosten bezahlen muss, um überhaupt ein attraktiver Markt zu sein für den Exporteur. Das ist die Preisdarstellung über 2 Jahre. Sie sehen noch einen relativ großen Schwankungsbereich von 250 Euro am linken unteren Ende, bis hin dann zu einer Preisspitze, die bei 420 Euro lag. Das war im Mai 2022. Und dann schwingt es so dahin, ja, über die Monate. Und ja, in die Textboxen auch jeweils notiert, was die Gründe dafür waren. Ja, wir wissen alle, welche Auswirkungen dieser unsägliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hatte, auf unsere Märkte, auf die Energiemärkte, auf die Düngermärkte, aber eben auch auf die Agrarmärkte. Er hat sie in Höhen katapultiert, die wir bisher nicht gekannt haben. Ich handle Braugerste jetzt auch schon seit circa 15 Jahren. Aber eine solche Preisentwicklung habe auch ich noch nie erlebt. Also dieser Höhenflug war außerordentlich und bis dato ohne Beispiel. In Deutschland waren die Preise zu dem Zeitpunkt
Sogar starteten mit einer 5 vorne. Also wir haben über 500 € Preise gesehen in diesem Markt. Also wie noch nie zuvor. Sie sehen, es war aber eine relativ kurze Spitze. Die Märkte haben sich dann beruhigt, sind wieder runtergekommen. Man hat ein Getreideabkommen verhandelt zwischen Türkei, Russland, ja, Ukraine und UN als Vermittler, oder die Türkei als Vermittler, aber die UN wieder am Tisch. Das Ganze nannte sich Grain Corridor, Getreidekorridor, der dafür gesorgt hat, dass ukrainisches Getreide wieder an den Markt gekommen ist. Der Markt hat sich in der Folge beruhigt. Sie sehen den Abwärtstrend. Man spricht davon, dass sich die Märkte normalisierten. Das gilt ja auch für Energie, für Düngermärkte und für andere Märkte mehr. Wenn wir dann weiter nach rechts kommen, sehen wir, dass sich da eine Missernte abzeichnete und die hat eine Preisbewegung nach oben ausgelöst, relativ heftig, in dem ganz kurzen Zeitraum. Ende Juni sehen Sie diesen Satz nach oben von 250 auf 300. Dann hat man gedacht, naja, wird vielleicht doch nicht so schlimm, aber es kam dann noch schlimmer, sozusagen, weil dann Dänemark geerntet hat und Schweden geerntet haben und beide waren eine Komplettkatastrophe. Dann ging es einfach im August nochmal nach oben. Ja, aber da ist es nicht geblieben. Was sind die Gründe? Wir sehen in der Statistik einen geringeren Bierabsatz in Deutschland. Wir sehen in der Statistik, ich werde es auch gleich noch zeigen, dass die Industrie weniger Malz produziert hat. Dazu muss man allerdings wissen, dass wir auch unter Vollauslastung produzierten durch die Pandemie, und auch durch das letzte Jahr, also 2022 und auch 2023, eine relative Vollauslastung. Also wir kommen im Grunde aus einer hohen Konjunktur, und das schwächt sich jetzt einfach ab. Das hat auch was mit Bierpreisen, mit Inflation zu tun, mit steigenden Zinsen und dergleichen mehr. Alles wirkt hier ein. Und was Sie hier auch ablesen können, das ist, es gibt eine Preisdifferenz zwischen der Ende 23, das ist die obere dunkle Linie, zu der goldfarbenen unteren Linie. Also wir haben einen Preisabstand, der doch überdurchschnittlich ist. Zwischen der Ende 23 und der Ende 24 sind 40, 50 € an der Tonne. Also die Zukunft wird günstiger, kann man das sagen. Das hängt aber primär daran, dass die Preisentwicklung der Ende 23 durch die Missernte im Wesentlichen begründet ist und durch die geringere Zahl an Körnern, die zur Verfügung stehen. Aber kein Trend hält ewig. Sie sehen, die Kurve knickt jetzt auch etwas ein. Und das hat eben mit der Kombination zu tun. Wir haben weniger Bierproduktion. Wir haben eine Malzproduktion, die darauf jetzt auch re reagiert und auch zum Beispiel ausgesetzt hat in Deutschland über Weihnachten. Und wir sehen parallel aus den Gründen, die hier auch schon genannt worden sind, eine größere Fläche. Und beides zusammen führt zu Preisdruck. So ist unsere Erwartung an die deutsche Fläche. Hier rechts prognostizieren wir für uns in Summe 385.000 Hektar. Circa 35.000 Hektar nehmen wir an, ist davon Herbstaussaat, also die klassische Frühjahrsaussaat bei 350.000 Hektar. Den Informationen vom Herrn Banzer allerdings folgen kann sich das noch verschieben, wenn wir jetzt Auswinterung sehen. Vielleicht ist es auch gerade gut, ja, dass im Herbst schon Anbauplanungen nicht umgesetzt werden konnten von der Landwirtschaft. Weil wenn ich höre, dass Auswinterungsschäden drohen, ist vielleicht alles, was an Saatgut noch auf den Betrieben lagert und jetzt erst im Frühjahr zur Aussaat kommt, dann am Ende das Glück im Unglück, kann man sagen. Ja, die Malzindustrie ist die bedeutendste in Deutschland, ist die bedeutendste in Europa, und man muss auch den Markt etwas differenzieren zwischen, was braucht die Brauindustrie hier in Deutschland an Malz und was passiert eigentlich mit dem Malz, was darüber hinaus produziert wird. Und das geht in den Export. Also deutsches Malz ist als Qualitätsprodukt weltweit gefragt. Wenn Sie hohe Preise weltweit für Ihr Bier verlangen wollen im Supermarktregal,
dann setzen Sie am besten den Rohstoff Malz hierfür ein und nicht andere oder unvermälzte Rohstoffe. Und Malz ist ein Produkt, was ja mit großer Sorgfalt produziert werden muss, was auch relativ teuer ist in der Produktion, relativ energieintensiv. Und Deutschland spielt hier im weltweiten Maßstab als Versorger internationaler Brauereien eine bedeutende Rolle. Aber es hilft auch der Landwirtschaft, dass deutsches Malz weltweit gefragt ist. Warum? Weil es die Braugerstenprämie stabilisiert. Das Exportgeschäft, kann man so summa summarum sagen, ist etwas lukrativer für die Industrie als der einheimische Absatz. Und dadurch lohnt es sich für die Industrie auch, die Körner zu importieren, um diese Produktion auch auszulasten, um diese Exportgeschäfte dann auch zu bedienen. Herr Dr. Rosenberger, darf ich einmal kurz einspringen, weil ich hier gerade eine passende Frage gefunden habe. Bitte. Sehen Sie die Produktionskapazitäten in Deutschland in den nächsten Jahren aufgrund von Investitionsstau und Energiepreisthemen verringert oder bleibt das so? Wie sehen Sie das? Ich nehme die Frage mal mit, lieber Alvar Mann, weil ich zeige hier schon ein bisschen den Vorbote, vielleicht für die Antwort. Also was wir hier sehen ist, nachdem wir gesehen haben, dass der Bierabsatz rückläufig war, ja, oder ist, ja, im vergangenen Jahr, sehen wir jetzt seit Start des neuen Malzjahres, das beginnt wie das Getreidewirtschaftsjahr jeweils im Juli, sehen wir doch eine Delle, einen Knick in der Malzproduktion, 8%, 65.000 Tonnen Gerstenmalz. Und um es in unsere Sprache zu übersetzen, sind das etwa 80.000 Tonnen Braugerste, die jetzt in diesem Zeitraum, das sind die ersten 5 Monate, ne, von Juli bis November letztes Jahr, die einfach nicht benötigt werden, ne? 80.000 Tonnen. Da kann man jetzt natürlich argumentieren, das Angebot ist ja auch kleiner durch die Missernte. Aber wir sehen sozusagen die Bremsspur jetzt auch in der Malzproduktion angekommen. Ja, die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Also zum einen mangelt es etwas an Zuwachs, ne? So nach der Frage, wo soll das Malz dann herkommen, wenn es nicht aus Deutschland kommt? Der Zuwachs an Malzkapazitäten weltweit findet nur in sehr beschränktem Umfang statt. Das letzte neue Werk war letztes Jahr das Werk von Malteurop, das in Mexiko an den Start ging. Eine Malzfabrik auf die grüne Wiese zu bauen, ist ein relativ teures Unterfangen. Also Sie sprechen hier schnell bei einer Kapazität von 100 bis 150.000 Tonnen von einem dreistelligen Millionenbetrag, den Sie investieren müssen. Und klimatisch muss man auch schauen, wo setzt man eine Melzerei hin? Wir sind hier in einem gemäßigten Klima, weil man braucht ja einerseits Energie zum Aufheizen, aber man braucht auch Energie zum Kühlen. Und das funktioniert natürlich in unseren Breiten besser als jetzt ich sag mal, in den Tropen. Ja, also natürlich können Sie das alles technologisch lösen. Und natürlich ist auch die Frage, wie teuer ist die Energie hier bei uns und welche Anstrengungen müssen die Unternehmen noch leisten oder machen? Welche Investitionen müssen sie noch tätigen, um natürlich auch ihren Beitrag zu leisten für CO2-Reduktionen, für mehr Energieeffizienz und so weiter. Da wird es sicherlich Marktteilnehmer geben, die nicht in der Lage sein werden, diese Investitionen im Millionenbereich in den nächsten Jahren zu stemmen. Also da kann man eher dann auch durchaus von einer Konsolidierung ausgehen, die hier in der deutschen Malzindustrie noch stattfinden kann. Also Knick in der Produktion und damit einfach auch ein geringerer Bedarf, ne, der sich jetzt momentan eher deckt, natürlich auch mit dem geringeren Angebot. Aber wir müssen mal beobachten, wie weit dieser Trend dann auch geht. Ja, einmal den Blick nochmal auf die unselige Ernte 23 gewendet. Also wir haben wirklich die schlechteste Ernte aller Zeiten, kann man sagen. Es kam alles zusammen, was
der Braugerste, der Sommergerste zu schaffen machte. Wir kamen erst nicht auf die Felder, dann kam auch später auf die Felder, dann wurde es von nass zu trocken. Und schlussendlich ruinierte dann auch noch die verregnete zweite Ernte die Körner auf dem Halm, sodass wir mit Auswuchs zu tun haben und Dinge, die wir eigentlich, die wir einfach nicht wollen. Ja, ja, ich sagte es schon, wir haben geringere Erträge, die Qualitäten haben gelitten, das Eiweiß ist hoch oder zu niedrig. Wir hatten in der Herbstaussaat hatten wir einen massiven Einbruch auch in den Sortierungen, ja, weil dann einfach die Trockenheit die Kornausbildung beeinträchtigt hat. Naja, es war eine Misernte in Deutschland und auch in Dänemark und in Schweden. Profitiert haben wir von hohen Überhangbeständen aus der Ernte 22. Die Ernte wurde immer größer, kann man sagen. Sie wurde durch eine hohe Selektionsrate, also was ist Braugerste aus der Gerste, größer zum Ende hin. Und das traf allerdings dann eben auf den schon angesprochenen rückläufigen Bierabsatz. Vielleicht mal so eine Zahl pro Kopf. Also wir trinken in Deutschland noch 92 Liter Bier pro Kopf, also vom Säugling bis zum Senior 92 Liter. Kommen allerdings schon ein paar Jahre her von weit über 100 Liter her. Also, aber durch die Überhangbestände, durch die größer werdende Ernte 22 kam diese Missernte ja bei den Bauern sofort, ja bei den Erfassern auch sofort, aber bei der Brauindustrie eben nur verzögert an, ja. Man arbeitete erst seine Silobestände ab, hatte natürlich Verträge im Buch und so war der Druck, neues Geschäft abzuschließen, erstmal ausgesetzt. Ja, und um die Lücken zu schließen, muss importiert werden. Ja, und das geschieht jetzt primär aus Frankreich. Obgleich ja die Ernte so schlecht war, das ist oft so eine Überraschung auch dann, obgleich die Ernte so schlecht war, sehen wir einen abwärts gerichteten Preistrend. Also da unterscheidet sich die Braugerste auf einem höheren Niveau nicht von den übrigen Getreidemärkten. Das beobachten wir jetzt auch schon viele Monate. Das Weizen, Rapsaat, Mais ist, Futtergerste ist, ja, dass wir hier in einem Abwärtspreistrend sind. Bei der Braugerste hat es natürlich auch was zu tun, ja, mit aufgeschobener Malznachfrage im In- und Ausland. Ende 24, ja, also sie ist noch ganz vorne mit dabei. Braugerste ist aktuelles Getreide mit den höchsten Erzeugerpreisen, auch gerade mit sehr, sehr großem Abstand zur Futtergerste. Sie hat durchaus auch Vorteile in der Fruchtfolge. Das gilt natürlich auch für die Winterbraugerste, die in der Fläche zugelegt hat und die auch gut gedroschen und gute Qualitäten abgeliefert hat. Sie war auch nicht vom Regen betroffen letztes Jahr, weil sie einfach schon geräumt war. Wir sehen eine größere Fläche auf uns zukommen in der Sommerbraugerste, nicht weil die große Liebe zur Braugerste entfacht worden ist, sondern weil der Herbst nass war und er hat zum Beispiel die Herbstaussaat vereitelt. Da habe ich jetzt heute gelernt, ist vielleicht sogar ein Vorteil, weil dann ist es nicht ausgewintert. Und es wird zu einer größeren Fläche in Europa kommen. Ich habe hier auch ein paar Zahlen hinterlegt, die so kursieren, ja, oder die man ableiten kann, sozusagen als Differenz, was ist an Wintergetreide ausgesät und was ist als Flächenreserve da. Wenn man das so zusammenzählt, kommt man so Pi mal Daumen auf 250.000 Hektar heute, ja. Sie müssen das immer dann mit 5, 6 Tonnen Ertrag multiplizieren. Und dann haben Sie eine Vorstellung, wie viel mehr Sommergerste es in diesem Markt gibt. Deutschland habe ich derzeit mit 20.000 Hektar auf dem Zettel. Das ist jetzt rein die klassische Sommergerste. Netto mit der Herbstaussaat wären es 15.000 Hektar, so circa. Also im Vergleich jetzt mit Frankreich oder Dänemark ist es nicht so viel. Ja, aber hier waren die Probleme, die Herbstbestellung durchführen zu können, auch größer als in Deutschland.
Und jetzt muss man, also es bleibt eine Unsicherheit, bis es einfach mit der Auswinderung weitergeht. Im Januar, also in diesem Januar, haben wir erstmals etwas gesehen, was wir als Belebung der Nachfrage bezeichnen können. Nach Wochen, wo weniger los war, ja, und niedrigere Preise kaufen Nachfrage, wie man so schön sagen kann. Die Preise sind nämlich gefallen in der Aussicht auf eine größere Fläche. 20 bis 25 Euro sind die Preise gefallen. Auch andere Märkte sind gefallen, aber Braugerst hat jetzt diesen Rücksetzer gesehen. Der geht natürlich zu Lasten primär der Braugerstenprämie, also des Preisabstands zum übrigen Getreide. Und wenn man die derzeitige Meinung hört der Industrie, der Brau- und Malzindustrie, so setzt man eher darauf, dass der Druck durch das Flächenplus sogar noch weiter anhalten wird. Insofern Fazit, ja, taugt die Braugerste noch zur Königin des heimischen Getreides. Ja, die Krone hat ein paar Kratzer abbekommen inzwischen, auch einfach preisweise aus den genannten Gründen. Und weil die Fläche steigen muss, hat die Krone etwas Kratzer bekommen, aber es ist immer noch eine Krone. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dr. Rosenberger. Also Krone aufsetzen, aufstehen oder so ähnlich Krönchen richten. Der Markt ist natürlich immer das Spannendste für, glaube ich, alle Beteiligten aus der Landwirtschaft, die am Ende ihre Entscheidung treffen, was baue ich an, was baue ich nicht an. Und von daher ist natürlich auch immer die Frage, wie muss ich die Glaskugel richtig lesen, damit ich meine Anbauentscheidung vielleicht davon abhängig machen kann. Sie haben schon mal gesagt, Winterbraugerste hat augenscheinlich einen ganz guten Stand. Wenn ich auf die Flächen in Deutschland gucke, ist Winterbraugerste nach wie vor eher eine Randerscheinung und es wird nach wie vor nach meiner Wahrnehmung her auch immer qualitativ schwächer gesehen von den Aufkäufern. Ist das so oder ist das nur meine gesonderte Wahrnehmung? Das ist nicht Ihre gesonderte Wahrnehmung, sondern das ist so. Also wir haben eine Ausdehnung dieser Fläche. Das hat ja auch was mit dem Preisabstand zur Futtergerste zu tun. Und die Landwirtschaft vergibt sich ja erstmal nichts, ja, wenn sie diese Sorten aussät, weil sie kann immer noch zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, vermarkte ich jetzt als Futtergerste oder tatsächlich als Winterbraugerste, ja. Auch wenn es natürlich spezifische Sorten sind, kann man an das Thema so herangehen. Es ist ein großer Wunsch, auch ein großes Bestreben der Malzindustrie, der Brauindustrie, die Stellung der Winterbraugerste zu stärken. Ja, also einfach um sozusagen die Rohstoffversorgung auf breitere Füße zu stellen. Ja, man spricht so vom Drei-Säulen-Modell, also zweizeilige Winterbraugerste aus deutschem Anbau, gefolgt dann von der Sommerbraugerste in Herbstaussaat und dann die klassische Frühjahrsaussaat. Also man spricht vom Drei-Säulen-Modell und das stärkt die Rolle der Winterbraugerste. Dass sie jetzt natürlich auch etwas mitgenommen wird, ja, im Preistrend nach unten, ist auch kein Geheimnis. Ja. Aber der Preisabstand ist nach wie vor relativ groß zum übrigen Getreide. Wobei ja das Spannende ist, dass mittlerweile viele Züchter ihre Programme für zweizeilige Winterbraugerste in Frage stellen. Mehrzeilige, sechszeilige Winterbraugerste in Deutschland augenscheinlich schwer akzeptiert wird, während aus Frankreich genau die Gerste kommt und auch der französische Landwirt genauso entscheidet, wie sie es geschrieben haben oder beschrieben haben. Also erstmal aussehen, dann gucken, wie kann ich vermarkten. Fehlt uns da nicht doch von der Malzindustrie irgendwo die Akzeptanz? Ja, das tue ich mir jetzt etwas schwer mit der Antwort. Natürlich sind es dann Entscheidungen, die in Züchterhäusern getroffen werden, ne? Weil wenn ich von einem Nischenmarkt Braugerste spreche, ist natürlich die Winterbraugerste, die zweizeilige Winterbraugerste, ist ja quasi die Steigerung, ne, der Nische, ne? Ist ja die Nische in der Nische. Und als Züchter müssen Sie heute auch schauen, was sind die lukrativen Kulturen, wo lenke ich das Geld hin, meine Zuchtprogramme hin. Und das sind dann Entscheidungen, die an der Seite gefällt werden. Insofern hoffe ich, dass die
das Wachrütteln dieser Branche, dass wir uns um die Rohstoffversorgung viel intensiver kümmern müssen, nicht zu spät kommt, ja, weil Zugprogramme schon ausgesetzt oder gar beendet worden sind. Ja, das hoffe ich, ne, dass man da noch nicht zu spät ist. Ja. Du Und die meinst, Sechszeilige, da haben Sie recht, das ist ein Produkt, was im großen Stil in Frankreich ist, angebaut wird und genauso, ne, so nach dem Motto, wenn es Braugerste ist, ist es Braugerste und ansonsten geht es in den Export nach China oder sonst wohin. Ja, da stehen hohe Mengen zur Verfügung. Man ist in Deutschland hinsichtlich der Verarbeitbarkeit dieses Produkts allerdings eher reserviert. Also man will eher zweizeilige Winterbraugerste vom heimischen Acker als die sechszeilige vom französischen, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Alles klar. Ja, Sie hatten versucht aufzuzeigen, welche Faktoren den Preis mitbestimmen. Für mich übergeblieben ist natürlich ganz so einfach, wie man sich das wünscht, ist die Vorhersage nicht. Und dazu haben wir jetzt gerade auch aktuell eine Frage im Katalog, wo es auch darum geht, wenn jetzt die Braugerstenpreise dann sinken, muss man sich nach Alternativen umgucken. Also werden die Braugerstenpreise Ihrer Meinung nach noch weiter sinken oder stabilisiert sich das vielleicht doch? Sie haben ja schon ein bisschen was dazu ausgeführt, aber die Frage kam hier gerade, ob man sich nach Ja, Alternativen umgucken muss. das stellt sich auch die Frage, was sind denn die Alternativen, ne? Wenn ich mir die Maispreise zum Beispiel angucke, ich muss ja erstmal auf die Sommerungen schauen, ne? Kann ich ja Mais, Sojabohnen, Hafer. Hafer ist sicherlich auch interessant, ja, weil Haferernte ist auch eine Missernte gewesen. Die Haferpreise sind da auch relativ hoch. Aber das kann sich ja schnell wieder drehen, ne? Also und es gibt wirklich nur eine Handvoll Abnehmer, wenn es sich um Schälhafer zum Beispiel handelt, also um Industriehafer. Da ist man eigentlich, das sind ganz, ganz wenig Abnehmer, die dafür überhaupt in Frage kommen. Der Baugerstenmarkt ist ja viel größer. Naja, ich sag mal etwas Hoffnung. Einerseits gibt natürlich jetzt, wenn wir über Auswinderung sprechen, also dass sich das Angebot auch wieder verknappen kann. Die Messe ist ja noch nicht gelesen. Ich glaube, ganz wichtig ist auch an die Landwirte gerichtet, ist, man muss beide Enden betrachten. Man muss das Angebot einerseits betrachten, aber man muss eben auch die Nachfrage betrachten. Wir brauchen alle für das, was wir tun, am Ende Käufer und Kunden. Ja, und der Fokus in den letzten 2 Jahren und auch durch die Pandemie, durch die zerrissenen Lieferketten, lag sehr stark auf dem Angebot, ja, und auf der Angebotsverfügbarkeit. Und wir sehen jetzt eher, dass wir wieder stärker schauen müssen, wo ist denn die Nachfrage? Ja, wer kauft denn der Malzindustrie des Malz ab weltweit? Ja, und wir sind auf diese Exporte angewiesen, ja, und am Ende gilt so der lapidare Satz, ne, nur wenn es der Malzindustrie gut geht und wenn sie Kunden hat weltweit für ihr Produkt, kann sie auch entsprechende Preise anlegen auf der Braugerstenseite, ja. Wir sehen jetzt eine Normalisierung einerseits, wir sind aber immer noch auf einem recht historisch gesehen hohen Niveau, wenn wir einmal die 2 Pandemie und das Kriegsjahr ausblenden. Ja. Eins muss man auch ganz klar sagen, ne? Friede in der Welt führt eher zu einer Preisstabilisierung wie Krieg. Ja. Weil wir sehen durchaus, dass Getreide hier auch durchaus als Waffe gegen die westeuropäische Landwirtschaft eingesetzt wird, um hier einfach auch Preise drücken zu können, ne? Auf Niveaus, die wir auch nicht mitgehen können. Wenn wir jetzt sehen, dass Houthi-Rebellen oder nennt man sie Terroristen, ja, die den Suezkanal indirekt blockieren, weil sie das Rote Meer unter Beschuss nehmen, so ist es nachteilig für die westeuropäische Landwirtschaft, weil ja nur unter freien Handelsbedingungen bilden sich adäquate Warenströme heraus. Also das muss man immer etwas so in der Gesamtschau sehen und auch nicht nur auf das Angebot schauen, sondern eben auch, wie geht's eigentlich unseren Kunden? Ja, wie geht's den Mehlmüllern? Wie geht's den Mischfutterherstellern? Wie geht es den Melzereien? Und bei den Mischern ist es ja ein bisschen so, ne, da profitieren ja all die Landwirte, die
Veredelungswirtschaft zum Beispiel betreiben. Ja, wenn gerade die Getreidepreise fallen, weil dann wird Mischfutter in der Regel auch etwas billiger. Also es ist eine komplexe Situation und da ist die Antwort nicht einfach. Wir sehen eher, dass wir, wenn die Franzosen jetzt mit der Aussaat beginnen, ja, wenn sie sind jetzt auch mit den Traktoren auf der Straße. Wenn sie mit der Aussaat also beginnen, sehen wir in der Regel einen Dip nochmal im Markt, also dass der Markt nochmal etwas nach unten zieht, weil dann auch so Landwirte vermarkten wollen. Und Dr. Pickert hat es richtig eingeordnet. Große französische Genossenschaften sind gleichzeitig große Melzer, besitzen große Melzereien und machen natürlich dann in dem Zusammenhang auch ihren angeschlossenen Landwirten entsprechende Angebote. Also könnte eher ein bisschen dippen und dann treten wir aber in die Phase der Wettermärkte ein und die durchkreuzen oft die schönsten Prognosen, ja, auf weiter fallende Preise. Das kann dann auch wieder zur Stabilisierung und durchaus auch wieder mal zu einer Steigerung beitragen. Generell muss man sagen, die hohe Braugerstenprämie begründet sich durch die Missernte 23. Und die Missernte 23, die Probleme lösen sich doch so Zug um Zug. Das Angebot hat sich hier auch deshalb vergrößert, weil die Industrie auch Minderqualitäten akzeptiert hat. Ja, also wir haben große Mengen auch ausgefahren mit schwächeren Qualitäten, auch mit auswuchsbelasteten Partien. Und das war natürlich eine Angebotsvergrößerung. Also das Problem der Ende 23 wird sich lösen. Es wird vielleicht hier noch zum Ende hin noch ein bisschen wild werden, aber es wird sich grundsätzlich lösen und damit entfällt auch eine ganz zentrale Begründung für eine Braugerstenprämie, wie jetzt in Deutschland, die hoch zwei- oder gar dreistellig ist. Wenn die wegfällt, dann wird sich eher eine Braugerstenprämie einstellen im Bereich 50, 60 Euro auf die Futtergerste. Das spräche dann dafür, vielleicht, wenn die Bedingungen passen, jetzt noch irgendwo abzuschließen, wenn ich kann, als zu warten. Absolut, absoluter Pro-Tipp, ja, Alvermann, ja. Okay. Gut, dann hatten Sie schon schlechte Qualitäten kurz erwähnt. Das heißt, auch das, was normalerweise aussortiert würde, wenn die Versorgungslage riesengroß ist, das geht jetzt mit in den Prozess hinein. Das würde dann ja wieder zu unserem ersten Vortrag, den Herr Beckert gehalten hat, ein wenig zurückführen, indem man sagt, okay, auch das Berliner Programm hat eine Bedeutung in dem Moment, wo ich reichlich Ware habe. Wenn es knapp wird, geht plötzlich doch eine Ware, die ansonsten geschmäht worden wäre. Ja, ne, also klar, unter Druck gehen Dinge, ja, die unter, also wir haben schon, und das ist ja am Ende auch bei der Landwirtschaft in entsprechenden monetären Ausschüttungen auch angekommen, ne? Nämlich, wenn wir in der Lage waren, schwächere Qualitäten als Braugerste weiterzubringen, dann waren wir auch in der Lage oder sind wir auch in der Lage, entsprechende Preise an die Landwirtschaft auszuschütten. Also ich will das jetzt nicht nur so als Opfer, ne, sozusagen, dass sich die Industrie da geopfert hat, aufzeigen, sondern hier war dann doch in einem gewissen Umfang ein Schulterschluss und auch eine Hilfe, ne, sozusagen, das in dieser Not, ja, noch das Beste draus zu machen und auch einen Beitrag zu leisten, ja, dass das nicht alles als Futtergerste unterging. Ja. Zum Teil das sogar als schlechte Futtergerste, weil die Futtergerste war ja astrein, ne, weil sie unter Top-Bedingungen reingekommen ist. Das muss man sagen. Da gibt es Härten, das will ich gar nicht verhehlen. Wir haben auch, also es gibt ganz frustrierende und auch bittere Erlebnisse, dass hier natürlich dann am Ende nur noch Futtergerstenpreise auszuzahlen waren, ja, und während man einen hohen Vorvertrag in gutem Glauben, ja, als Landwirt im Vorwege abgeschlossen hat. Aber das, ja, also das gehört auch zur Wahrheit, beides. Aber die Industrie hat schon Mengen hereingenommen. Ich habe das selbst auch gesehen, eingeweicht in den Malzhäusern. Eine so grautrübe Suppe habe ich noch nie gesehen, Okay, die dann verarbeitet worden ist. alles klar. Herr Rosenberger, wie wir sehen, der Markt wird nie vorhersagbar sein. Wir werden immer wieder was erleben. Sie haben die Wettermärkte schon angedeutet. Nichtsdestotrotz nochmal vielen Dank dafür, dass Sie die Rahmenbedingungen hier gut aufgezeigt haben. Ich hoffe, wir konnten einige Anregungen, Hinweise geben, wo die Reise hingehen kann. Im Grunde genommen bleibt ja jetzt zu wünschen, dass
der eine oder andere die Chance nutzen kann, einen hohen Preisabschluss zu machen, danach eine hervorragende Aussaat hinbekommt, eine gute Ernte ins Feld stellen kann. Das wünschen wir natürlich allen beteiligten Landwirten, dass die Aussaatbedingungen jetzt in Richtung Frühjahr gut werden, dass der Sommer uns dann nicht nochmal mit Wetterkapriolen zu sehr quält. Wir haben eine Situation hinter uns, einen Herbst, der uns doch vor große Herausforderungen in vielen Regionen gestellt hat, nicht überall, aber doch einige ganz schön vor Herausforderungen gestellt hat. Die Frage wird sich also noch in die Zukunft verschieben, ob dann der Mais am Ende ein besseres Produkt ist als die Braugerste. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Referenten. Fragen, hoffe ich, haben wir alle beantwortet. Ich wünsche also allen jetzt ein gutes Frühjahr, eine gute Ernte, wenn es dann soweit ist. Und möchte damit an dieser Stelle dieses Webinar auch beenden. Dem einen oder anderen wird beim Blick auf die Uhr vielleicht aufgefallen sein, dass das Mittag vielleicht auch schon vor der Tür steht. Also ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag, bedanke mich ganz herzlich für die Referenten und freue mich auf weitere spannende Situationen, die uns hoffentlich auch in der Landwirtschaft dann helfen, Gewinne auf den Hektaren zu erzeugen. Wir haben viele Dinge im Moment, die auf uns einprasseln. Also lassen Sie uns auf das Gute hoffen und jetzt eine gute Aussaat hinbekommen. Und Ihnen allen, die hier beigetragen haben, einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Ja. Auf Wiedersehen. Bitte sind, ciao.